Lord Major Anderson ist hier. Erkunden Sie die Anlage. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite. Okay, BT, wir sehen uns dann da, lass dich nicht wieder erwischen, BT. Lass dich nicht wieder erwischen, BT. Ich werde Abkürzungen vermeiden. Gute Idee, bra. Sehr gute Idee, bra. Holy shit, sieht das gerade gut aus. Holy shit, sieht die Grafik gerade echt verdammt gut aus. Dann ein wunderschönes Moment, meine Freunde. Willkommen zurück zu Let's Play Titanfall 2. Ich habe mal ganz kurz eine Aufnahmepause gemacht gehabt. Aber jetzt bin ich wieder weg. Alter, holy shit, Mann. Alle Teams, die an der Analyse der Lade arbeiten, bitte in den Hörsaal zu General Marders Präsentation. Danke. What the fuck? Sind wir in der Matrix? Ist das die ganze eine Simulation? War das gerade. Kann es sein, dass wir immer noch in einer Trainingssimulation sind? War das da gerade echt danach aus, als wäre das irgendwie so ein. In Anführungszeichen Bug gewesen? Als wäre einfach ein Ubisoft-Spiel. Okay, machen wir weiter. Was war das denn? In dieser Anlage gibt es Störungen, die einen Riss in der Zeit zu verursachen scheinen. Ich rate zur Vorsicht, bis wir genauere Informationen haben. Einen Riss in der Zeit? What the fuck? Alles klar. Wünsch mir Glück. Ich wünsche Ihnen Glück. What the fuck? Ein Riss in der Zeit? Och, du Scheiße. Oh, lass das jetzt nicht so ein Rätselspiel sein, wo ich in die ganze Zeit irgendwie in die Vergangenheit reisen muss und Zukunft, also in die Vergangenheit, also in die Vergangenheit reisen, oh mein Gott. Natürlich sichern wir durch die entschlossene Neutralisierung der Miliztruppen nämlich den Fortbestand der Menschheit auf dem Weg in eine... Oh, lass das bitte nicht näher so eine Rätselmission sein, von wegen, hier kannst du nur lang, wenn du in der Vergangenheit bist, hier kannst du nur lang, wenn du in die Zukunft bist, das Terminal kannst du nur benutzen, wenn du in der Vergangenheit bist und, oh nee, bitte nicht sowas. Wäre ein bisschen weird. Bin ich an die Ritte gegangen? Es gab, glaube ich, erst zwei Wege. Okay. Achtung, ID-Karte ist jederzeit sichtbar. Oh mein Gott! Oh. Alter, ich bin gerade erschrocken. Oh, Alter, bin ich jetzt in Skyrim oder was? Alter, what the fuck ist hier passiert? Was ist mit den Leuten passiert? Ihre Körper sind ungewöhnlich gealtert. Allerdings gibt es auch Kampfspuren. Hoffentlich passiert mir das nicht. Möglich. Danke, BT. Geht das? Voll! Seltsam. Ich orte in diesem Gebiet Spuren meiner eigenen Datensignatur. Die Störungen scheinen meine Scans zu beeinflussen. Deine eigene Oh, das ist jetzt nicht so ein irgendwie anderes Zeitkontinuum sein oder so, von wegen. Dass BT sich nicht selber trifft, dann irgendwie. Warte mal. Das BT! Was ist BT? Ich orte in der gesamten Anlage Spuren einer massiven Energieentladung. Ihre Helmdaten registrieren dasselbe in der anderen Zeitlinie allerdings nicht. Wenn ich richtig nicht das gleich so ein Viehkopf mich wegschnappt. Ich denke mal, das dürfte mein BT sein und nicht der Ver... Oder ist das der Vergangenheits-BT? Ah ne, ich bin ja gerade in der normalen Welt. Stimmt ja, sorry. Ich bin gerade so ein bisschen... Digga, was geht? Keiner dieser Überreste entspricht Major Andersons Genprofil. Vielleicht lebt er noch. Du machst mir Hoffnung, Digga, du machst mir Hoffnung. Ich rate zu einer Überprüfung des Empfangsbereichs. Ich würde sie ja begleiten, aber mein Chassis passt leider nicht durch die Tür. Du Glücksblitz. Ermittle Sarkasmus. Das hast du sehr gut ermittelt. Das hast du sogar verdammt gut ermittelt, Digga. Du hast mal ein bisschen Respekt vor den Toten, Alter. Nimm dir einfach die an, guck die an. Weg damit. So, Achso, da muss ich lang. Leute, das Ding. Die hat sich gerade noch bewegt. Was haben wir hier Schönes? Okay. Dann nehmen wir mal Rucksackladung mit.
Gönn dir eine Pause, Dude. So, nach da oben. Was? Alter, was höre ich hier die ganze Zeit? Gibt's jetzt Zombies? Empfehle Bergung. Ach nee, achso. Oh, Alter, ich habe gerade nur dieses im Hintergrund gehört. Alter, ich dachte, jetzt gibt es irgendwie nicht irgendwelche Zeitanomalie-Zombies. BT, ich habe Anderson gefunden. Er ist in der Decke. Einsatzziel erreicht. Major Anderson getroffen. Naja. Er ist tot, BT. Korrekt. Körpertemperatur beträgt 17 Grad Celsius. Das liegt unter dem Grenzwert für menschliches Leben. Wow, BT, du bist ein verdammter Klugscheißer, weißt du das? Also jetzt, ganz ehrlich, kannst du ruhig ein bisschen Mitgefühl zeigen. Ich meine, wir haben den ganzen Weg auf uns genommen und unser Ziel ist tot. Und du, ja, ja. Ich weiß auch, dass er tot ist. Er ist einfach kalt. Ey, was haben. Ich glaube, da oben kann ich was holen. Einen nice Helm. Ha! Ah, verdammt, stimmt, der kommt ja gar nicht so hoch. Hier vielleicht? Komme ich hier auf den. Ja, nice. Oh, nicht rüber. Nice. Da hinten ist der zweite Helm. Nein, nein! Toll. Ach so, so ein Vogelfies, das nur, okay. Easy. Krieg ich jetzt einen Erfolg? Nein, krieg ich nicht. Schade. Hui. Wenn Sie mir den Helm aushändigen, kann ich ihn analysieren. Wow, das sieht krass aus. Ganz ehrlich, das sieht echt krass aus mit BT, wie er da steht, mit der Hand. Und die ganzen Flugviecher. Ah, das ist schlecht. Alter, das wäre auf jeden Fall ein Wallpaper wert. Du musst mir schon ein bisschen entgegenkommen, ne? Durch Andersons Tod geht das Kommando von Spezialeinsatz 217 auf Sie über. Ich gratuliere zu Ihrer Beförderung, Pilot Cooper. Es folgen Instruktionen, die Anderson von Commander Sarah Briggs von der Miliz SRS erhalten hat. Major Anderson, wir haben vor 2 Wochen einige Funksprüche der INC abgefangen. Sie haben auf Typhon etwas gefunden. Es gab dort eine massive Energieentladung, die Störungen der Zeit ausgelöst hat. Ich möchte, dass die SRS die Anlage inspiziert. Verstanden. Ich werde mich dort umsehen. Das Handgelenkgerät, das wir während Operation Grizzly geborgen haben, müsste Sie schützen. Die INC hat Kuben Blisk und seine Söldner rekrutiert. Sie sollen dort irgendetwas beschützen. Seien Sie also vorsichtig. Und Anderson... Sie wissen, wie gerne ich Todesberichte schreibe. Also ziehen Sie das nicht alleine durch. Die SRS ist ein Team. Die Daten, die Major Anderson gesammelt hat, sind offenbar unvollständig. Wir sind verpflichtet, Einsatz 217 abzuschließen. Ich empfehle, Andersons Handgelenkgerät zu lokalisieren, ehe wir fortfahren. Also ich denke mal, es ist an seinem Handgelenk, ne? Okay. An Andersons Handgelenk war nichts. Dann vermute ich an der anderen Körperhälfte. Ich habe einen Riss im Security-Gebäude entdeckt. Verschaffe Ihnen jetzt Zugang. Okay, nice, BT. Ich bleibe hier und scanne diese Struktur. Suchen Sie nach Informationen und dem fehlenden Gerät. Let's go! Schön, vielleicht kannst du nächstes Mal ja mich werfen. Notiert. Okay. Hui! Lol. Achso, bereits ausgerüstet, okay. Irgendwas muss ich damit wahrscheinlich in die Luft jagen. Denke ich mal. Alter, das sieht aber schon echt krass aus. Funktionierter Mitarbeiter entdeckt. Automatisiertes Sicherheitssystem aktivieren. Warte. Ich dachte, ich muss jetzt gegen die Käferwarte machen. Oh nein. Oh nein. Warum seid ihr das Einzige, was hier noch funktioniert? Scheiß Technik.
Warum ist das Einzige, was aus solchem Holocaust noch funktioniert, die Technik, die mich umbringen will, Mann? Wait. Warte mal, konnte ich die irgendwie... Nice. Komm mal alle hier so ein bisschen... Bisschen in die Nähe. Dankeschön. Nice, ich denke mal, das war's gewesen. Und das Schlimme an diesen Dingern ist, die droppen nicht mal Munition. Geht das eigentlich hier? Nice. Nochmal. Ho. Ho. Nice. Ho. Punch. Punch. Okay, wo muss ich jetzt eigentlich überhaupt hin? Achso, hier denn durch. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Oh. Geh weg von mir, Blechbüchsen. Oh, hier liegt eine Waffe. Mann, Alter, bleib doch einfach mal tot. Bitch. Nice. Ey, die Waffe könnte ich... Nee, das war meine Waffe. Die habe ich da, glaube ich, hingeschmissen gerade. Okay, machen wir mal... War das vielleicht Anderson, der hier eingedrungen ist, alleine? Wegen Tarnvorrichtung? Nee, warte mal, war das seine Schuld, dass das hier passiert ist? Sehen wir das gerade aus seiner Sicht? Oder ist es jetzt so ein Zeitriss, von wegen, dass wir ab und zu zurück in die Vergangenheit gerissen werden, während sie uns sehen? Und dann auf uns schießen und denken, dass wir ein Eindringling sind, obwohl wir in der Zukunft die Vergangenheit zurückgeballert werden. Oh mein Gott, Alter, ich fällt hier gerade. Alter, platzt gleich eine Gehirnhälfte. Ja, wir nehmen mal die Waffe. Ich glaube, dafür die eine habe ich nicht mehr von Munition. Oh ja, nice. Alter! Das war ein komisches Geräusch. Also es klang definitiv nicht gut, das Geräusch gerade. Alter, holy shit. Achso, ein Ladebildschirm. Ich wollte gerade sagen, kommt erst eine Cutscene. Ich habe noch nie eine Cutscene gesehen in dem Game. Ah, ich glaube, wir haben jetzt das Handgelenk gefunden. Ich sehe das gerade so auf dem Bild. Da ist der Handschuh, den da. Können wir denn jetzt zwischen Vergangenheit und Zukunft hin und her reißen? Das wäre jetzt echt fucking awesome, Mann. Dann können wir uns die Gegend mal in der Vergangenheit anschauen, wo noch alles heile ist. Oh, das wäre awesome. Aber was ist mit ihm passiert? Das sieht aus, als wäre irgendwie in der Vergangenheit gewesen. Da war hier noch, keine Mauer. Er ist dann gesprungen, dann in Zukunft gereist. Auf einmal war da eine Mauer und er ist dann einfach in der Mauer gespawnt. Also, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Er war einfach auf einmal in der Mauer. Tut mir leid, Anderson. Oder er ist einfach von oben so hart runtergefallen, dass er den Boden aufgeschlagen hat mit seinem Schädel. Das glaube ich eher weniger. Oh, oh yeah, baby. Ich habe einige meiner KI-Funktionen auf das Gerät übertragen, um die Kommunikation trotz Zeitverschiebung aufrechtzuerhalten. Weil ich kann ja alles... Kann ich die auch aufschießen? Nee, kann ich nicht. Alter, was... Achso, das ist so ein Flugvieh, was sie hier... die haben hier Experimente an den Viechern durchgeführt, oder? Achso, jetzt komme ich durch diese abgesperrten Bereiche. Achso, Gott, ich bin Eindringling! Holy shit. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das cool, dass man einfach so
einfach wechseln kann, Alter. Das ist übelst geil. Achso. Wir haben Kontakt mit dem Eindringling, aber seine Bewegungen sind unberechenbar. Ich glaube, das waren hier gerade Gegner. Und ich glaube, ich bin gerade der Eindringling ein. Das ist jetzt nicht, dass es jetzt alles so gedreht wird, dass es irgendwie meine Schuld war, dass ich die ganze Zeit zwischen Vergangenheit und Zukunft gereist bin. Was mache ich hier gerade? LOL! Warte mal. Die sehen das, die können das gar nicht kommen sehen, Alter. Boah, ich würde das gerne jetzt einfach mal aus einer Perspektive von der Kamera, Überwachungskamera sehen. Wie ich auf einmal bam da stehe, den wegschlage, auf einmal bam stehe ich da und schlag den Typen aufs Maul. Alter, wäre das geil.